Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ihr seht es bereits im Titel eingeblendet und das ist wirklich nicht untertrieben, denn ich spiele heute das wirklich realistischste Spiel aller Zeiten. Namens Teardown. Auf den allerersten Blick sieht Teardown erstmal aus wie eine Mischung aus GTA 4, weil wir uns hier in New York befinden, und Minecraft. Weil alles so ein bisschen so eine Blockoptik hat, plus wir unten rechts in der Hand eine Axt halten. Das ist auch irgendwie so die richtige Beschreibung hierfür, denn wir haben zuvor kreierte Maps, so wie bei GTA, allerdings auch diesen Minecraft-Look mit diesen ganzen Blöcken überall und der Möglichkeit, alles Mögliche zu zerstören. Und ihr seht allerdings auch schon, dass es nicht so wie bei Minecraft ist, dass wenn ich hier drauf haue, das Ding irgendwie weg ist und ich kriege es ins Inventar. Nein. Ich kann hier immer weiter draufhauen. Und es geht immer weiter kaputt, bis wir schlussendlich ganz kleine Würfelchen haben und alles einzeln hier liegt. Irgendwann despawnt es natürlich auch, weil hier nicht alles vorliegen kann mit irgendwelchen kleinen Klümpchen. Guckt, das seht ihr jetzt hier vorne schon. Aber wir haben wirklich die Möglichkeit, alles Mögliche zu verändern. Und wir schauen uns diese Map jetzt erstmal noch ein bisschen weiter an. Wir können wirklich alles Mögliche zerstören. Also ob das hier so ein Baum ist beispielsweise, ob das der Boden ist. Oder auch wenn das hier beispielsweise irgendwie diese Teile zum Beispiel nicht. Das ist so wie bei GTA. Du kannst mit dem Auto dagegen fahren. Kannst Menschen umfahren, andere Autos, keine Ahnung was. Aber wenn du gegen so ein Teil fährst, dann ist es vorbei. Wir können allerdings auch beispielsweise bei solchen Häusern einfach mal die Fenster rausschmeißen. Oder wir machen es einfach mal ein bisschen krasser und fliegen rüber zum One World Trade Center. Das neue... Wow! Unten rechts haben wir übrigens auch Gesundheit. Allerdings sieht es hier beim One World Trade Center wirklich nochmal ein bisschen krasser aus. Ich fliege jetzt einfach mal hoch und kann hier was rausschlagen. Dann seht ihr nämlich, fällt das wirklich den ganzen Weg von oben runter. Und das ist besonders hier krass, weil das ja komplett aus Glas ist. Oder beispielsweise auch bei dem hier. Oder auch hier bei diesen Häusern. Das ist wirklich so geil. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der auf seiner TikTok For You-Page immer solche Videos vorgeschlagen bekommt. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich nur so ein Jungs-Ding ist, aber ich zum Beispiel finde es so satisfying, wenn ich jetzt beispielsweise einfach mal hier hochfliege, hier was raushaue, bam, und das fliegt ganz weit runter und dann unten irgendwo rauf. Allerdings ist das hier die New York Map, meine lieben Freunde. Wir sehen auf jeden Fall einige Sachen, die wir in New York auch so feststellen können. Zum Beispiel das hier ist der Apple Store. Beziehungsweise war der Apple Store. Hier oben drin hat der Tommy Hilfiger eine Wohnung. Das ist mit einer der teuersten Wohnungen in New York. Die können wir auch einfach mal zerstören. Hey Tommy. Hab die Sachen eh noch nie gemocht. Hier vorne haben wir das Essex Haus. Da kann man auf jeden Fall auch ein paar Sachen machen. Das hier ist der Columbus Circle. Hier war ich mal in einem Hotel und da konnte man extrem geil hier über den Central Park gucken. Wir haben hier verschiedene Sachen. Das Ding habe ich nie verstanden. Das finde ich so verwirrend, dieses Gebäude. Die haben extra alle paar Stockwerke Luft lassen müssen, damit das Ding nicht umfällt. Damit der Wind da durchgehen kann. Ey, ich finde es so satisfying, einfach nur Sachen zu zerstören. Allerdings wäre ich natürlich nicht Laser-Luca, wenn ich nicht auch noch ein paar andere Maps vorbereitet hätte. Wie beispielsweise diese hier. Das hier ist die Voxel Plaza Map. Ich habe euch generell mal so ein paar Sachen unten in die Beschreibung gepackt, wenn ihr euch das auch runterladen wollt. Und hier sieht es wirklich nochmal deutlich krasser aus. Also wir haben hier natürlich nicht so eine riesige Map wie die New York Map. Allerdings ist alles ein bisschen mehr mit Liebe zum Detail. Wir sehen den ganzen Schnee, der auch hier angedeutet wird. Und wir können jetzt hier beispielsweise Licht anmachen und können dann hier so ein bisschen umgucken und das alles hier so als Baustelle uns begutachten. 10 Sekunden später. Ach lol. Ich kann aber jetzt nicht mit der Schaufel auf. Also ich habe hier vorne jetzt das komplette Haus eigentlich untergraben und alles mögliche an Wänden oder stehenden Materialien hier einfach mal entsorgt. Das können wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz angucken, wenn ich hier den Bagger verlasse. Das sollte eigentlich zusammenbrechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dadurch und da vorne noch gehalten wird, aber in dieser Map ist es auf jeden Fall auch möglich, alles Mögliche zu zerstören. Ich habe auch immer noch die Minecraft-Modifikation installiert, dass ich hier vorne so ein bisschen rumfliegen kann. Kann ich auch einen Bagger steuern? Ein paar Sekunden später. Das ist jetzt nicht wahr. Ich kann den Bagger steuern. Oh nein. Oh nein. Aber bricht das jetzt zusammen? Oder? Oh nein. Oh mein Gott, es hakt unnormal. Es ist unnormal am... Oh, 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 das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich reiß das komplette Ding hier gerade ab.
Och, Mann. Das Gebäude hat schon genug gelitten. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier raus. Ich komme hier auch nicht raus. Ich glaube, ich habe mir das Ding hier irgendwie zerstört. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Ja, chillig. Also so einen Sturz kann man easy mal überleben. Das war ich nicht. Und dass hier jetzt alles so ruckelt, das war ich auch nicht. Allerdings hat euer Laser-Luca natürlich auch noch eine dritte Map vorbereitet. Das ist nämlich eine Einkaufsmall. Ihr seht schon, es läuft alles deutlich flüssiger hier, weil wir noch nichts zerstört haben. Damit fangen wir allerdings jetzt direkt mal an. Die fand ich eh schon immer kacke. Hier vorne steht ein wunderschönes Auto, das... Können wir auch fahren? Ja, ich hätte dann gerne einmal diesen orangenen Sweater. Was ich an dieser Map so extrem feiere, sind einfach die ganzen Farben. Also die ganzen Reflektionen, das Lichtdesign etc. ist einfach unnormal krass. Und wir können zudem halt mit den Physics hier komplett spielen und alles irgendwie kaputt machen. Egal, ob das jetzt irgendwie solche Bänke sind, ob das hier irgendwelche Lichter sind, die dann sogar ausgehen, oder ob das hier vorne irgendwelche Sitzmöglichkeiten sind, Stühle und Autos können wir generell auch einfach fahren und damit dann wiederum auch Sachen kaputt machen. Das ist so krass. Wir haben einfach die Möglichkeit in diesem Spiel alles kaputt zu machen. Ich finde, und da bin ich jetzt nicht am Übertreiben, ich weiß, das machen YouTuber gerne, aber ich finde wirklich, dass das das realistischste Spiel ist, was zumindest ich je gespielt habe. Und guckt euch an, mit wie viel Liebe zum Detail diese Maps auch erschaffen wurden. Wie wunderschön und krass ist Teardown bitte. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch Luca spielt Teardown gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos in diesem Spiel hier sehen wollt. Ich habe gesehen, dass Paluten das auch mit Minecraft verbunden habt. Also wenn ihr darauf auch Bock habt, dass ich mich da mal ein bisschen reinfuchse, reinstürze, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und jetzt...